Oder RT-Nachrichten ist noch besser. Ja, ja, bei RT-Nachrichten haben wir gesehen, Putin ist gut. Ey, die Leute sind behindert, Putin ist gut. Das sind neutrale Nachrichten. Ja, sehr neutral. Putin ist gut, die Juden beherrschen alles, weiß man ja. McDonald's gehört auch Juden. Coca-Cola gehört Juden. Coca-Cola gehört Juden. Israel gehört auch Juden, stell dir vor. Das, wenn du Coca-Cola umdrehst, dann steht da auf Hebräisch, voll abgefuckter Tag. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ruth, das ist eine neue Folge von Was los? Yes, Freunde, Grüße aus dem Labor. Ich war vor ein paar Tagen im Süden unterwegs und da habe ich mich getroffen mit Jesus. Mein alter Freund Jesus hat wieder ein neues Album am Start. Jetzt am Freitag wird es released, am 30.10. Und ich kann euch die Platte nur wärmstens empfehlen. Ja? Sünder heißt das Ding, hier ist das Paket. Wir haben auch ein Unboxing zusammen gemacht. Scheiß mal jetzt auf Unboxing, T-Shirt, Autogrammkarte, CD, bla, ist alles drin. Aber ganz ehrlich, bei dieser Sache geht es wirklich um die Mucke und die Mucke ist bei Jesus richtig gut. Also bei Sünde, also ja, letztes Mal war ja noch Gott liebt die Geduldigen, ne? Jetzt schnell der Nachfolger Sünde. Und ich kann nur sagen, Sünde, wer Kurt Cobain Video gesehen hat und jetzt ein Holocaust reicht, / Mortal Kombat. Mein Favorite ist eh das erste, ein Holocaust reicht, Video, unfassbares Video, also richtig nices Video, einfach nicht viel erklärt, Bullen stehen da, Autos, von oben gefilmt, Farben, Top-Ding. Keine peinlichen Momente, wo du sagst, hey, warum macht der jetzt so? Freunde, wir haben viel über das Album geredet, viel über den Inhalt. Es ist ein sehr politisches Album geworden. Wir haben über all diese ganzen Quatsch geredet, der bei Facebook geteilt wird. RT online, Putin, Putin ist Putin gut, Syrien dies. Plötzlich sind bei Facebook alle voll die Syrien-Experten. So, letztens wussten wir nicht mal, wo das ist. Über diesen Quatsch haben wir mal gesprochen. Und ich würde sagen, wir halten das Intro kurz, wir schalten ein und wir sehen uns bei der Sendung wieder. So, Jess, mein Lieber, was geht ab? Alles gut. Wolltest du stupidomäßig mal 3 Stunden so, ja. Kaffee mischen? Ja. Das ist meine Lieblingsszene von dir. Okay, hör zu, Ganji. Ganji. Ja, ich habe Handy aus, Flugmodus in the house, Alter. Witzig, also für die Zuschauer nur einmal, wir treffen uns in Waldkraiburg. Ja. Das ist, weil ich hier aufgelegt habe. Das ist in der Nähe von München, falls die Leute das nicht kennen. Und, ist das denn nicht so nah? Die Leute hier haben mir gesagt, die sind halt da immer unterwegs. Ich glaube, München ist halt einfach die nächste Großstadt hier. Ja, so halbe, dreiviertel Stunden haben die gesagt, fahren die da. Echt? Ja, gut, vielleicht habe ich es falsch wahrgenommen. Aber normalerweise sind wir viel schneller in München, als wir hierher gebraucht haben. Es waren schon 3 Stunden. Ja, ich habe auch von der Autobahn hierhin sehr lang gebraucht, wegen Wald. Und ja, nein, da waren die ganze Zeit so Lastwagen auf dieser Landstraße, kannst du dich überholen, abtörner. Auf jeden Fall habe ich hier aufgelegt und das ist die einzige Möglichkeit, dass wir uns treffen, noch vor deinem Release, weil blöderweise bin ich sehr viel unterwegs. Du warst ja auch sehr busy, du warst in Berlin, wo ich nicht da war, obwohl ich ja eigentlich fast da wohne. Du wohnst ja schon halt da. Ja. Ganz kurz, das ist kein Sekt oder so, ich habe da tatsächlich ein Aspirin mit Wasser bekommen. Ich trinke das nur kurz, weil mein Headache des Grauens, zu wenig geschlafen. Durchzecht die Nacht. Durchzecht, aufgelegt, extra für dich, früh aufgewacht. Tamam, Bruder. Diese gute Jahrgang. Ja. 2015. Burgunder. Ach, Abgang holzig. Acetylsalicylsäure. Aspirin. Tamam, Bruder. Habe ich in Biochemie gelernt. Chemie war ich immer scheiße. Ja. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass du im Rappen gut bist. Was ein Übergang. Ruse, Alter, wieder Übergang. TV. Ich bin richtig dieser Übergang-Boss. Macht Rap präsentiert, Alter. Ja, neues Album wieder am Start. Diesmal ging es auf jeden Fall schneller als das letzte Mal, ne? Also eigentlich sogar sehr viel schneller, weil ich war schon im April fertig, aber wir hatten vorher schon das Release von einem unserer Künstler angesetzt, deswegen jetzt, aber es ging ultra schnell. Ich habe circa 3 Monate dafür gebraucht. Ist das, obwohl das eine größere Belastung ist für dich, du hast ja auch jetzt selbst, bist ja Labelboss, du hast Künstler und du hast ja, ihr habt ja gerade ein ziemlich erfolgreiches Release gehabt eines Newcomers. Mhm. Sag mal, wie hieß das Album nochmal? Der Typ mit dem Auge. Rapstar. Ja, das war ja im Internet ja gar nicht zu übersehen. Immer war ein Typ mit Auge. Rapstar, das Album war ziemlich cool. Ehrlich, ich hab's gehört. Ich fand's cool. Er macht ja diese... Kann man sagen, es ist komplett Trap, durchgetrappt so? Nur sehr neumodisch, ne? Es ist Trap, definitiv, klar. Aber bei uns ist ehrlich gesagt das meiste Trap.
Mein Album ist auch Trap. Macht Trap ist Trap, ne? Macht Trap. Macht Trap. Ja, aber ich fand sein Trap noch, ich fand es cool, weil sein Trap ist jetzt nicht wie der Labelboss sein Trap, ja, weißt du? Meiner ist Straßentrap, ja. Seiner ist Crazy Trap. Ja, ich hätte fast gesagt clubbiger und auch, ja, so drakeiger und so in, modisch, auch mit Gesang und so. Du machst ja diesen man hat ja gesehen, die erste, ich meine, komm, ich brauche den Leuten nichts vormachen, ich habe das Album ja schon längst gehört. Ich habe das ja schon in der Mache gehört, ich war ja bei dir im Studio, ja, damals. Und das mit dem Kaffee passt deswegen so gut, weil da haben wir das Intro aufgenommen in deinem Studio, wenn ja, du dich erinnerst. Ja, ja. Die Drums, die ich beim Arafat-Interview im Intro spiele, die sind bei euch im Studio. Das war bei uns, dieses, ja, Studio-Fame jetzt. Warum war ich denn nochmal da in Stuttgart an dem Tag? Du warst mit deinem Kollegen da. Ah ja, und ich wollte gerade, warum war ich denn nochmal? Dann hast du bei mir auch gepennt, genau, und dann hast du nach einer coolen Location gesucht und dann fandst, ja, du das Studio cool. Und hast du gesagt, können wir da machen? Dann haben gesagt, ja klar. Und seitdem kriegt dieses Studio Anfragen. Ja, kennst du Rules. Schön wär's. Aber gab es jemanden, der das Studio wiedererkannt hat? Ja, aus unserem Umfeld. Ja, ja, gut. Ja. Ansonsten. Nee, sieht ja aus wie jedes andere Studio im Großen und Ganzen. Sieht aus wie jedes andere Studio, nur ein bisschen geiler. Das ist schon ein Riesenstudio, was du da hast. Ja. Was man so nicht denkt, weil man hat Machtrap vielleicht nicht ganz so präsent wie, keine Ahnung, jetzt diese Self-Banger-Musik, Selfmade oder so. Mhm. Aber ihr habt ein Monster-Studio. Ja. Ja, gut, weißt du, das ist ja auch eine Entscheidung. Label oder firmenintern, in was, ja, man investiert. Und, ja, die meisten Labels in Deutschland sind der Meinung, dass es keinen Sinn macht, in ein Studio zu investieren, und haben meistens gar keinen, so mieten sich woanders, ja, ein. Ist auch wirtschaftlicher. Das ist Ansicht, sag ich, sehe das, ja, anders. Ich finde, es ist wirtschaftlicher, ein musikalisches Zuhause zu schaffen für die Künstler, ja, wo ohne Studiotermine einfach jederzeit jeder zum Musizieren hinkommen kann. Und erfahrungsgemäß bisher hat sich das bei uns bezahlt gemacht, weil die Künstler sich sehr schnell und effektiv entfalten konnten. Ja. Ich verstehe komplett, was du sagst, das hast du mir damals auch erklärt. Ich finde es als Musiker auch total geil, weil mich inspiriert so ein Studio. Dann kommst du auf neue Sachen. Aber, genau, ich glaube, so Leute, die kein Studio haben, die sich immer eins mieten, dazu mieten oder so, sind deswegen wirtschaftlicher, weil heute die meiste Zeit ja nicht fürs Musizieren drauf geht, sondern für Promokampagnen. Kampagnen. Ja, aber da sind wir anders. Bei den anderen geht da mehr Zeit drauf. Da habe ich dir. Achso, bringst du das ruhig? Dankeschön. Ja, die hat mir jetzt auch noch eine Kopfschmerz. Danke, ich danke dir. Danke. Ist das eine Ibo? Ja. Okay, dankeschön. Ich werde die jetzt mal ganz kurz wegpacken. Was sie nicht weiß, ich habe ja schon eine gerade genommen, aber ich hätte lieber die Ibo genommen. Die Aspirin, die wirkt eh nicht so viel. Die verdünnt nur Blut, Sauerstoffzufuhr, ja, besser. Ja, so ein bisschen, dann kannst du die nehmen. Ich mach so auf Klugscheißer, hab mal eine Taf-Doku gesehen. Ja, ja, so jeder Perser. Hab ich gelesen auf Galileo. Perser-Style. Ja, ja, hab ich gelesen auf Galileo, ist der Beste. Oder hab ich gelesen bei YouTube. Bei so Top 10, ja, Top 10. Facebook. Der Wahrheitsblog.org. Ja, ja, oder hier sind Sprüche mit Bilder.org. Ja, oder bei Kopfverlag, bei den Kopfnachrichten. Ja. Die haben das da gesagt. Ja, oder RT-Nachrichten ist noch besser. Ja, ja, bei RT-Nachrichten haben wir gesehen, Putin ist gut. Ey, die Leute sind behindert, Putin ist gut. Das sind neutrale Nachrichten. Ja, sehr neutral. Putin ist gut. Juden beherrschen alles, weiß man ja. McDonald's gehört auch Juden. Coca-Cola gehört Juden. Coca-Cola gehört Juden. Israel gehört auch Juden, stell dir vor. Wenn du Coca-Cola umdrehst, dann steht da auf Hebräisch voll abgefuckter Tag. Nee, oder irgendwie sowas ähnliches. Nee, auf Arabisch steht was. Ja, oder auf Arabisch steht, Juden sind gut. Ey, Mann, Alter, wenn ich schon nur sehe, einer hat. Weißt du was? Kopf. Ich lösche die. Ja, ich guck mir das gar nicht an. Ja, ich will solche Leute nicht. Genauso wie diese Leute, die diesen Link posten. Flüchtling ist deutsches Kind mit Haut und Haaren. Dann siehst du so ein Bild von so einem Afrikaner, der sich so ein blondes Kind. Das ist schon mal so. Ja, das ist aber noch das ein Level. Manche Leute ernsthaft. Gehirn amputiert sind die. Richtig. Ja, ich habe gesehen, dieser Strache aus Österreich oder aus der Schweiz. Wo, nee, ist Österreich, glaube ich. Strache, dieser Politiker, dieser sehr rechtskonservative. Voll der Hurensohn. Auf jeden Fall, dieser eine Hurensohn. ich glaube, das ist der, wo dieser Rapper Nasar aus Österreich, kennst du Nasar? Ah, ja, mit dem, ja, hat der doch mal so, okay, Beef. Ja, stimmt, die haben sich gestichelt und so. Ja, genau. Und der postet, ich sehe das nur, weil Leute in meiner Timeline bei ihm kommentieren. Zwar Hate, ja, ja, aber dann sehe ich das gleich. Ja, ja. Ne? Und Dicker, letztens sehe ich so ein komplett für jeden Idioten sichtbar, dass das Photoshop ist, so ein Schwarzafrikaner, der so ein Selfie macht vor einem brennenden, ja, Flüchtlingslager. Und dann steht da so, ach so, das sind also die Leute, die Hilfe brauchen, machen hier. Und dann sind da Kommentare unterste menschliche Würde. So. Da verliere ich echt den Glauben, auch an Deutschland. Ich hätte vor in den 90ern, wir beide sind ja in den 90ern so in einer ähnlichen Generation gewesen. Und ich weiß noch, da war gerade
der Rassismus an, am Abnehmen. Ja. Und damit wollte ich ja zum Beispiel letztes Jahr mit einer von meinen Singles auch darauf aufmerksam, hey Leute, seid mal dankbar, früher war es schlimmer. Ja. Aber auch nicht jetzt. Dieses Jahr ist es einfach wieder wie früher. Das ist das schlimmste Jahr, Mann, Alter. Oberhead, ich fühle mich schlecht mittlerweile. Ich fühle mich schlecht. Es ist schlimmer als zu Zeiten, als ich Flüchtling war hier. Da war es besser. Aber ganz ehrlich, ne? Ich verliere den Glauben an Menschlichkeit, wenn ich sehe, was die da so unterposten. So als Kommentare gibt es wirklich wahr, es ist kein Scherz. Da steht da so, ich hoffe, dass dieser Winter minus 30 Grad wird, dass dieses Pack abkackt. Ja. Und dann 100 Likes. Ja, denkst du, total. Was sind diese Leute? Wo kommen sie her? Weißt du, was das für Leute sind? Das sind Leute direkt, das ist vielleicht dein Nachbar. Absolut, voll oft denkt man ja, man hat mit so Leuten nichts zu tun oder was weiß ich. Ja, aber das ist nicht so. Überall. Es ist überall. In Essen, in Stuttgart, jeder Ecke ist irgendeiner. Ganz ehrlich, ich muss echt sagen, ich rede in letzter Zeit auch immer öfter mit Kanaken oder Ausländern, so wie uns, die genauso eine Scheiße labern. Die nämlich sagen, nö, wir sind jetzt hier integriert, nein, ich weiß, da soll keiner nachkommen. Wir wollen hier die Ausländer, wir wollen keine Neuen. Ja, oder was ich auch beobachte, ist, dass es so eine Hierarchie unter Ausländern gibt. Ne? Es gibt, ich will jetzt keine Länder aufzählen, damit keiner schreibt, ne, ist nicht und bla und Bruce labert Scheiße, aber die gibt es. Ja. Dicker, jeder, der, du brauchst nicht Sozialwissenschaft studiert zu haben, dass du das siehst, es ist eine Mehrheitsrangliste, ganz klar. Voll. Und dann gibt es natürlich, es tut mir immer leid, ganz schlecht sind ja die armen Rumänen dran, Zigeuner oder ob das die richtige Bezeichnung ist, ich weiß es nicht, aber Sinti-Roma, die sind ganz schlimm. Mann, ich sehe, wie Kanaken bei Facebook gegen die so posten, wie Nazis gegen Türken oder Libanesen posten. Ja, immer mit diesem, es ist immer dieses, dieser Quatsch da, gell, mit den Lastwagen, ja, passt auf, das sind Lastwagen mit bulgarischen Kindern. So. So ein, die Organmafia. Und dabei ich habe mehrere Statements von der Polizei auch in Deutschland gelesen, die schreibt, es gibt keine Organmafia. Es gibt keine Organmafia, Mann. Ja, und wenn dann nicht so, ich lese voll oft. Also so hier in Deutschland gibt es niemals. Ja. Vielleicht gibt es da in Bulgarien oder irgendwo anderswo im Süden, im Mittelmeer, sicher, aber doch nicht in Deutschland, Mann. Ein blödes Geschwätz. Nein, die Sache ist so. Das ist ja eh arme Mädchen. Aber das Schlimmste ist, ich sehe manchmal so ein Foto, ne, das geistert durch Facebook, so mit so einem Van. Da sind halt so ein weißer Van, nee, und da ist da so ein Typ drauf, der so ein bisschen komisch guckt. Der könnte auch gucken, weil er von der Arbeit her, ich weiß nicht. Und dann steht da natürlich vielleicht voll der Text. Vielleicht ist er einfach schlecht drauf. Genau, vielleicht ist er einfach schlecht drauf. Vielleicht ist er auch ein Arschloch, ist ja egal. Aber da steht da so voll der Text. Dieser Typ wurde mehrmals gesehen. Passt auf eure Kinder auf. Kinder anspricht und bla. Alter, und die Leute teilen es. Weißt du, wie Facebook ein bisschen ist? Facebook ist ein bisschen so wie im Mittelalter diese Lagerfeuer, an denen sich Legenden weitererzählt wurden. Ja, ja. Über Eisenherz und sowas. Ja. Genauso ist Facebook. Guck mal, ähnlich auch wie, guck mal, in der Uni hat mein Professor einmal gesagt, dort total witzig, er sagte, erste, zweite Semester war das, Kommunikation. Er sagte so, in der Kommunikation haben wir oft das Problem, dass wir nicht, also das vom Denken bis zum Sprechen, bis zum anderen ankommt, ist eine Menge Weg, ne? Ja. Da kann viel passieren. Missverständnisse, Kommunikation und klar. Und deswegen ist es immer so, deswegen fragen wir auch nach, deswegen sagen, kommst du dann um 16 Uhr, ne? Diese Direktrückkopplung, ne? Hast du das kapiert? Bist du da? Bla bla. Das ist wie der zweite Haken bei WhatsApp. Ja. Und da sagte der Prof so, der Traum wäre doch Gedanken lesen, oder? Und alle so, ja, klar. Und dann sagt, ein Bildschirm ausbricht. Ja, genau so ist das. Mann. Genau das hat er auch gesagt. Der Leute, ich war natürlich damals auch total naiv. Alle haben gesagt, ja klar, das wäre doch 1:1 und so. Dann sagte er, genau das ist es, was ihr nicht wollt. Natürlich nicht. Keiner will wissen, was der andere denkt. Denn wenn, das man, ist dann, wenn man zu sich ehrlich ist, ganz ehrlich, wenn man sich über seinen Bruder aufregt oder über seinen besten Freund, dann denkt man sich auch schon so ein Wichser. Ja, das ist doch ganz normal. Ja. Und, das ist nicht alles immer für die Ohren des anderen. Ja, genau, so. Weißt du, an was mich das auch erinnert? Ja. Dass in der Rap-Szene auch andauernd immer irgendwelche Mitschnitte veröffentlicht werden, um jemanden an den Pranger zu stellen. Das, genau, das finde ich total behindert, weil jemand, der im Vertrauen redet. Und wenn ich mit dir im Vertrauen rede, ja, und ich sage jetzt, ey, der Rapper XY ist ein richtiger Hurensohn, okay, dann war das meine Entscheidung, dass ich es dir gesagt habe. Wenn ich es ihm sagen will, dann entscheide ich mich selbst dazu. Und es ist nicht für seine Ohren bestimmt. Und das ist einfach ein Ding, das geht nicht. Ich verstehe komplett oder voll oft über diese Ausschnitte, wenn ein Rapper über den anderen was sagt. Noch viel krasser ist es ja,
wie oft habe ich mich schon über meinen Vater so krass aufgeregt, ja, das ja. dass ich dann, Bruder, ja, Vater, meinst du, wenn mein Vater, weißt du, so genau so ist das, aber man, es ist ja, es ist ungefiltert, es ist, jeder, also lange die Rede. Leute müssen sich mit dem identifizieren, was du sagst, weil genau. jeder hat sich schon mal, als sein Vater irgendwas gesagt hat, gedacht, ah, halt's Maul. Ja, genau. Aber niemals würde er es ihm ins Gesicht sagen. Natürlich. Denn erstens würde er ihn damit verletzen und das will niemand, weil selbst, selbst wenn jemand sagt, halt's Maul, er liebt seinen Vater trotzdem. Ja. Und zweitens entstehen dadurch Probleme, die sind einfach unvorstellbar. Ja. Wenn jeder seine Gedankenwelt komplett offen tut. Es hat schon seinen Sinn, dass unsere Gedanken im Kopf bleiben. Es ist, und das ist das Komische. Wir denken immer, eine Superkraft wäre Gedanken lesen. Aber wir können froh sein, dass Gott uns diese Superkraft nicht gegeben hat. Für einen wäre die super. Ja, für alle wäre sie katastrophal. Also wenn ich, also wenn mir jetzt, jemand anbieten würde, dass nur ich das kann, würde ich schon Ja sagen. Wir würden alle Ja sagen. Wir würden auch alle Ja sagen zu unendlich leben. Obwohl wir nicht wissen, dass es eigentlich totaler Quatsch ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich wollte nur ganz kurz zurück zu Facebook. Ja. Das ist es nämlich. Facebook ist nämlich Gedankenlesen. Weil die Leute schreiben das in ihren Kämmerlein da rein und haben das Gefühl, ich bin ich, ich habe hier meinen Anonym. Und checken nicht, dass es gerade lauthals in die Welt genau. rausschreien. Und ich glaube, das ist das Problem. Ja, deswegen stimmt. bin ich auch, wenn ich Hate-Kommentare kriege oder wenn ich zum Beispiel... Meine Hate-Kommentare, die ich kriege, so, sind ja immer bezogen auf den Rapper. Immer, warum interviewst du den Huren so? So ekelhaft. Genau, du bist nicht neutral. So. Warum bist du jetzt nicht neutral? Warum warst du letztens auf dem Schwanz von dem? So. Das wurde dir ja schon von jeder Seite aus vorgemacht. Ist auch kein Thema für mich, weil ich sehe so, ah, okay, ich gucke so ganz kurz, Profil, okay, 17, so, und hat da drunter gepostet, ich liebe dich, mein Herz, über alles, dann ist da Händchen halten mit so einem Girl im Wald. Das Beste. Und ich denke mir so, okay, komm, lass, das ist kein Problem. Wenn du einmal umgekehrte Psychologie machst, dann entlarven die sich immer von selbst. Wenn du dann sagen würdest, hey, ich fand deinen Kommentar irgendwie richtig cool, vielleicht hast du Bock, zu mir in die Sendung zu kommen, dann ist er plötzlich ganz anders. Ja, hey, das war eh nicht so gemeint, ich bin voll der Fan. Ich hätte gar nicht gedacht, das Beste. Ja. Manchmal, ich antworte fast nie, aber manchmal denke ich mir, ah, jetzt habe ich gerade eine Minute Zeit, jetzt fick ich den mal kurz. Ich bin ja Rapper, ich bin wortgewandter als der. Und dann schreibe ich so, und oft schreiben die dann, ich hätte gar nicht gedacht, dass du antwortest. Warum schreibst du mir dann so? Ja, einfach so. Ich dachte, du liest es eh nicht. Das war nicht so gemeint. Ja, und da... Hier ist übrigens mein Demo. Ja, und genau. Und an dem Punkt bin ich anders als viele andere. Ich bin dann gar nicht lange sauer, weil ich denke mir so, hey, das, was er da vorher geschrieben hat, das war gar nicht für mich gedacht. Sondern? Es war für die anderen gedacht vielleicht. Um sich cool zu zeigen. Ja. Weißt du, es ist nicht, er denkt ja eh nicht, dass es ja, das, das ärgert mich nicht. Mich ärgert einfach Respektlosigkeit. Ja, aber... Das meine ich ja. Facebook ist eine Gedankenwelt. Es ist gar nicht... ja, meistens lasse ich es ja auch unkommentiert, aber die Leute müssen damit leben, dass ich mir dann ab und zu halt einfach raussuche, dann doch meinen Senf dazu zu geben. Ja. Und die meisten sind dann einfach unterlegen. Ja, natürlich. Ganz einfach. Wie die Jungs, die haben sich hier sehr viel Mühe gegeben. Das war jetzt die 12. Runde, die gemacht haben. Ich hoffe manchmal nur, dass sie schnell reinkommen und sagen, ey... Egal, die sollen auch ihre Props haben. Ja, viele Grüße an die Jungs, die hier vorbeigelaufen sind. Nee, ich meine nur, was auch immer die wollen. Ihr neues Mixtape kommt. Wahrscheinlich wollen die dir ihr Tape zeigen. Weil du hast ja ein Label. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Make Rap. Kommt mehr bei dir so, seitdem du das Label hast, so Jungs, die sagen, ich hab Demo, kann ich bei dir sein und so, kommt das mehr oder war das schon immer viel? Es war schon immer viel, aber es ist schon mehr geworden, ganz klar. Also es ist, wir könnten so ein Haus bauen aus den CDs. Vor allem das Lustige ist, schicken tatsächlich Leute noch CDs. Also die MP3s, die per Nachricht geschickt werden, die kann ich eh nicht zählen. Ich kann auch unmöglich alle anhören, also nur für euch, damit ihr es wisst, ich kann einfach nicht jedes an. Ich höre stichprobenartig, aber es geht nicht jedes. Aber auch CDs, unglaublich. Unglaublich. Ist hart. Auch bei uns, ich sag auch voll oft. Ja, bei euch, klar. Ja, klar, bei uns ja sowieso wegen Nachrichten und so, also wegen News, die wollen die News. Aber was ich mich wundere ist, mir schicken komplette Newcomer, also nicht mal jemand, wo jemand anderer schon mal gesagt hat, der ist gut. So. Einfach so aus dem Kinderzimmer komplette, raus. Genau, jetzt bin ich schicken bereit. Mir Tracks und schreiben so, hey Roos, ich habe jetzt nun meinen ersten Track fertig. Er ist noch ungemastert, ist noch ungemischt, ist noch dies, ist noch das. Kann ich in was los reinkommen? Und ich denke mir so, was soll ich jetzt antworten? Nein. Ja, aber weißt du, du denkst so, okay, bisschen, das ist ja nicht mal ein Nein würdig, es ist ja so fernab jeglicher Realität so. Dann denke ich mir so, Dicker, manchmal schreibe ich so, Dicker, mach doch mal ein Video, setz ein YouTube, wenn das Klicks hat, bekommst du deinen Hype. Und dann kommt auch ein Roos und sagt, ey, lass uns was machen. Ja, was soll ich denn machen so? Also, die Leute denken halt nicht so. Die haben keine Geduld. Ja, die hat keine Geduld. Das ist das Problem. Und Gott ist ja bekanntlich, guck mal, der Roos da. Gott ist
Der Übergangsking. Ja, Gott ist geduldig, Alter. Ja. Und er ist gut mit den Geduldigen. Und wenn die nicht geduldig sind, dann ist es eine Sünde. Weißt du, was ich krass finde? Sag du mal. Bist einfach bei Warner Brothers. Das Logo der Kindheit. Bugs Bunny. Tiny so. Toon. Ja, ja, Bugs Bunny. Hast du noch so eine Gefühle dazu, zu diesem Label? Wegen Bugs Bunny, aber das hat ja, ja mit dem Film eigentlich nicht viel zu tun. So. Aber auch ist nicht das, auch deswegen habe ich ja das Logo, weil es mir gefällt. Ja, ja, es ist ein geiles Logo. Das ist einfach das Logo, was ich mit Looney Tunes, Bugs Bunny und so weiter, Pipapo in Verbindung bringe. Kommt nicht auch Batman über Warner Bros. Noch? Kann gut sein, ich glaube, das ist das einzig große Ding noch, was die haben, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Also, ich will jetzt nichts weiter. Ja, gut, gut. Ja, gut. Nee, ich muss das einmal nur... also nur einmal für die Leute, falls sie es noch nicht wissen. Du bist mit Machtrap angebunden an Warner, an so eine, also ihr seid so ein, Label-Deal, Vertriebsdeal oder nein, ist das ein echtes kompletter Label-Deal. Okay. Ja. Ja, weil Farid und so, Farid ist ja mit Banger Musik auch bei Warner, aber die sind im Vertrieb, ne? Ja, ich weiß. Aber so hat man zwangsläufig nichts miteinander zu tun, ne? Also das muss nichts heißen, ne? Nee, ich habe gar nichts mit denen zu tun. Ja. Also da kommt nicht zum Beispiel irgendein Manager aus Warner und sagt, ey, die sind auch bei uns, ich habe denen vorgeschlagen, vielleicht machen wir was zusammen oder so. Ne, könnte man sich ja vorstellen, wenn man sich damit nicht auskennt. Könnte sein, aber hat niemand gemacht. Ja. Deswegen. Sünde-Album. Instrumental-CD. Ja. Amartya-EP. Amartya. Amartya ist wahrscheinlich Griech. Ja. Ja. Und heißt? Wir geben euch das Geld zurück, Deutschland, wenn wir es haben. Nee, das heißt auch Sünde, einfach auf Griechisch. Ah, okay. Shirt natürlich, ein Poster. Also, sollen wir eben auspacken? Guck mal, Freunde, ich würde sagen, das Kamera, hier ist das Ding, wir packen es aus. Yes. Also wir packen es aus und ich verlose es dann, dann kriegt ihr es halt. Wir machen jetzt ein, hast du sowas Unboxing. Schon mal gemacht? Hast du sowas schon mal gemacht? Ich habe es einmal in meinem Stream gemacht, aber in Interviews habe ich es extra für dich auch. Ich habe eben gesagt, sorry, das habe ich schon. Jetzt im Ernst? Haben andere schon gefragt oder was? Fast alle. Ist das jetzt so ein Ding oder was? Ich hab das erfunden, Mann. Ich wusste, dass ich es bei dir machen will. Ich habe auf jeden Fall, vergiss nicht, ich habe mein Polaroid dabei. Wir machen gleich ein Foto. Auf jeden Fall. Das musst du unterschreiben, das kriegen die Leute auch. Voll gerne. Komm, wir packen. Willst du das selber machen? Nee, komm, ich tue mal deinen Kaffee zur Seite. Ich kann auch gerne die Kamera dazu nehmen. Die Zellophanierung ist auch, da haben wir uns ganz viel Gedanken drüber gemacht. Die ist sehr robust. Das ist so Edelstahlplastik. So, also jetzt mal ganz im Ernst. Sieht schon geil aus, oder? Ja. Ich finde, es sieht aus wie ein PC-Spiel. Fühlt sich ja geil an. Also ist cool, ist halt cool, was soll ich dir sagen? Ist halt... Ah, läuft bei dir. Diese Meander. So, hier ist ein ultra stylisches Sündi-Shirt. Ich pack's jetzt nicht aus, aber es ist im Endeffekt das, was ihr hier seht. Als T-Shirt, so. Und es steht auch nirgendwo Jesus oder so. Das kann man einfach so anziehen. Und, also wenn einer sagt, geiles Shirt, aber Jesus mag ich nicht, hol dir das. Steht nicht Jesus drauf. Und im Gegensatz zu anderen Shirts, wo der Künstler nicht seinen Namen draufschreibt, ist es sehr schlicht, schwarz-rot. Kann man wirklich einfach so anziehen. Ist auch sehr gut geschnitten, körperbetont. Okay. Auch für die Bodybuilding-Fitness-Fans. Ja, darauf kommen wir gleich auch noch. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Dann haben wir hier einen Sticker. Ja. Der ist spezial beschichtet und verhindert, dass ihr geblitzt werdet, wenn ihr es am Auto draufklebt. Gute Idee auf jeden Fall. Ja, danke. Hier haben wir die Standard-CD, ist eine Doppel-CD dieses Mal. Aber wer ist das denn auf dem Cover? Das ist das 50 Cent. Ja, genau. Ich habe mir schon gedacht, du hast 50 Cent Foto von ihm. Ich habe einfach meinen Kopf drauf gemacht. Ja, genau. Das ist die exklusive Bonus-EP Amartya, die gibt es nur in der Box, weder auf iTunes noch sonst wo. Also das sind 6 Tracks, die, weil ich so viel Mucke für Sünde gemacht habe, ist so viel übergeblieben. Okay, hast gesagt, komm, ich pack's mit drauf. Ja, und das sind ausgewählt politischere Songs als auf Sünde. Also Sünde ist eh politisch, aber das ist ultrapolitisch. Okay, krass. Also sollte für den Musikliebhaber auf jeden Fall ein Ansporn sein. Hier natürlich eine unterschriebene Autogrammkarte und ein schniekes Poster beidseitig. Mach ich es nicht auf, lasst euch überraschen, was drin ist. Auf der anderen Seite ist was anderes drauf. Ist nur da drauf. Okay. Willst du es zeigen? Ja, zeigen wir es. Was ist denn da drauf? Ich da, wo viele Griechen lange nicht mehr sein können. Wo denn? Auf einer? Och Gott, du wieder mit deinem Wortspiel. Ja, diese Worte, Ich bin Rapper, Digga. So, ich zieh die Kamera kurz wieder zurück. So, übergebe ich hiermit feierlich an dich. Sekunde. Danke. Wir verlosen das. Lasse ich nochmal für euch Leute ein Autogramm da drauf ballern. Ja. So. Kommen wir mal kurz zu sprechen auf... Mein Cover. Ja, das mit dem... Ich tue da einfach jetzt mal das Mic
bisschen provisorisch einfach mal in deine Richtung. Ich hab eh eine laute Stimme. Du machst schon immer so diese Körperbetonung, ne? Immer? Ja. Wann habe ich das schon mal gemacht? Ist das, weil du früher so ein Pummelchen warst? Vielleicht. Ja. Aber ich möchte trotzdem zurück auf diese so immer. Ist das nicht oft bei dir? Das erste Mal. Ja, vielleicht erst ich mal hatte mal Cover, der, ich hatte mal in der Vergangenheit, nee, ist wirklich das erste Mal. Ja? Ich hatte mal in der Vergangenheit bei einem älteren Album, hatte ich sowas auch, aber das war aus Jux und das war auch nicht mein Körper. Das war der Körper von Rambo und das hat Mikis von Filmfabrik gemacht. Das war aber ironisch. Eher Gag. Und dieses Mal habe ich halt wirklich trainiert, also das bin halt echt ich. Was bedeutet dir das, dass du das machst so mit dem Körper? Also warum machst du das? Also ehrlich, das ist ja, du machst ja eh, guck mal. Also ich mache keinen Fitness-Rap, genau, um es gleich mal klarzustellen. Fitness, ich werde auch kein Eiweiß verkaufen oder eine Fitness-ID. Warum eigentlich nicht? Da hättest du mehr Geld auf jeden Fall. Weil mich ist dann, also ja, wie du siehst, ich versuche auch mit der Zeit zu gehen. Und, ja. Aber ich will dann trotzdem eher bei der Musik bleiben. Und ich finde, das würde einfach zu sehr von meiner Musik ablenken. Und ich rap auch auf meinem Album nichts über Fitness oder so. Gar nichts. Ja. So, das ist einfach die Optik. Ich fand einfach zu einem Album, auf dem ich auf die Kacke hau und nicht mehr nachdenklich und ruhig bin, so wie letztes Jahr, als ich vieles zu erzählen und zu berichten hatte, passt auch ein Cover, auf dem ich auf die Kacke hau. Also habe ich einfach Taten folgen lassen, trainiert, Ernährung umgestellt, Disziplin bewiesen und dann ging's halt. Ein Mann, ein Wort, sagen wir mal so. Ja, ich mache auch immer einen Mann und dann kommt ein Mann, ein Snickers. Bei mir ist immer ein... Also Freunde, hier, ne? Wir machen das gleich mal mit dem Autogramm. Wie kommst du darauf, also du hast gesagt, die EP ist noch politischer als das Ding. Ja. Was heißt denn überhaupt politisch? Um welche Politik geht's? Um die 90% der deutschen Rapper nicht ansprechen. Also nicht um Rap-Politik, oder? Nein. Schon um unsere gesellschaftliche. Natürlich. Also du meinst, okay. Ja. Also es geht jetzt nicht darum, Rapper sind feige, sondern um was geht's? Um einfach alles. Um alles, was auf der Welt passiert. Egal ob... weltpolitisch, finanzkrisentechnisch oder auch was Konflikte angeht, Kriege und so weiter und so fort. Ja. Um Palästina, um Syrien, um alles Mögliche. Mhm. Apropos Palästina, hast du gerade mitbekommen, was Netanyahu rausgehauen hat, nee, die Tage? Was denn? Er hat ja rausgehauen, dass Hitler gar nicht eigentlich die Juden verbrennen oder vergasen wollte, sondern der wollte sie loswerden. Ja, und, aber er hatte keinen Bock mehr auf die, aber er wollte sie sozusagen rausschmeißen. Und dann kam der Mufti, der palästinensische Mufti, dessen Namen ich vergessen habe, sehr bekannter Mufti, der dann ihm nahegelegt hat, nein, schick sie nicht weg, dann kommen sie doch nach Israel, dann werden sie mein Problem, vergas sie, verbrennen sie doch. Und er so, ja, okay, mach ich. Aber das merkt man doch schon, dass das Bullshit ist daran, dass doch damals noch überhaupt gar nicht absehbar war, dass diese Juden, die ja seit Generationen Europäer sind, gerade nach Israel gehen. Das war doch noch gar nicht absehbar. Eigentlich wäre es ja auch viel logischer gewesen, wenn... Israel in Deutschland gemacht worden wäre, meiner Meinung nach. Weil eigentlich, also ich finde, wenn ein Reich, so wie das Deutsche Reich zum Beispiel, ich sehe jetzt schon, ich werde so gehatet in den Kommentaren, aber ist mir egal. Wenn, also jetzt mal ganz ehrlich, seid mal ehrlich, Leute. Ja. Das Deutsche Reich hat ja 9 Millionen platt gemacht. Okay? 9? Echt? Ich habe immer so eine 6 im Kopf. Aber vielleicht waren es auch 6, ja, ich will jetzt nichts falsch zu sagen. 6, 9. Wir sind keine Politiker. Verdammt viel. Verdammt viel. Ja. Und ich finde eigentlich, wenn als Entschädigung dann für die ein neues Land gebaut werden soll, dann muss das doch eigentlich der Aggressor machen. So wie die Indianer Reservate bekommen in Amerika mäßig, also weil Amerika kann ja nicht sagen, ja, ey, wir machen jetzt in Italien, ja, genau, Indianien. Ja, genau so ist es doch. Indianisches Dorf, genau, in Italien. Genau so ist es doch. Dies, theoretisch. Diese Menschen, ja, die waren seit... Ich zieh das mal so ganz kurz näher ran. Entschuldigung. Diese Menschen waren seit zig Generationen Europäer. Deutsche, Franzosen, Polen und so weiter und so fort. Ja, klar. Deutsche vor allem viele. Ja, natürlich. Ja. Aber ich meine, das Deutsche Reich war ja mittlerweile ausgeweitet auf alle Nachbarländer. Okay, und man hätte hier auch Israel machen können. Ich sag nicht, dass man es hätte müssen, deswegen bitte hatet jetzt nicht so, aber... Ja, man hätte... ich verstehe das. Um zurückzukommen, sorry. Ja. Deswegen ist für mich glasklar, dass das Bullshit ist, diese Aussage. Warum sollte der Typ zu der Zeit, der hätte das doch gar nicht wissen können, dass die vorhaben, nach Palästina zu kommen. Weißt du, was er gemacht hat? Meiner Meinung nach, also meiner Meinung nach macht Netanyahu in diesem Punkt dasselbe. Erstmal, ich weiß nicht, ob er überhaupt weiß, was er sagt oder ob er was weiß. Er ist ein Politiker. Ob es ihm vorgeschrieben wird, meinst du? Ja, für mich sind alle Politiker, nicht nur er, alle Politiker sind für mich in erster Linie Lügner. Lügner, Handlanger. Handlanger, Lügner, die wollen immer nur die nächste Wahl gewinnen. Sagen wir es so. Genau. Vor allem, es gibt nettere Leute, es gibt assigere, ne, die es mehr ausziehen. Es gibt Leute, die dann vielleicht ein bisschen mehr Gewissenskonflikte haben. Mhm. Aber das
Deswegen, ich bin nie verwundert, wenn einer sagt, ja, aber er hat vor der Wahl noch gesagt, das und das. Und jetzt macht so, was hast du denn erwartet? Das ist sein Job, dass er dir das verkauft. Du gehst Saturn, der verkauft dir eine Kamera, du gehst nach Hause, bist enttäuscht. Was hast du erwartet? Das ist sein Job, Dicker. Ja, das stimmt. Deswegen, sei nicht enttäuscht. Aber wegen Netanyahu, ich will nur sagen, ich glaube, ihm ist halt eh scheißegal. Er will die nächste Wahl gewinnen. Genau. Und in Israel selbst ist das eine sehr beliebte Theorie. Ne, dass das, das ist eine sehr beliebte. Ja, aber man mag doch die Palästinenser hassen. Man mag es, die zu hassen. Und es ist eine sehr beliebte Theorie. Aber ist es nicht auch irgendwie schizophren, weil Israel ja auch weiterhin Reparationszahlungen von Deutschland kassiert? Es ist. Dann müsste man ja quasi sagen, okay, das war doch der Mufti, also dann nehmen wir keine Zahlung mehr von Deutschland an. Jetzt müssen wir die Palästinenser, von denen wir eh schon 80% nehmen, jetzt müssen die auch nochmal... Oder das Geld an Deutschland zurückzahlen. Letztendlich, ich glaube, es geht einfach nur darum, die nächste Wahl zu gewinnen, ein Aggressor zu sein. Absolut. Und Hardliner. So und wie in Deutschland ja auch. Ja, natürlich. Deutschland und, ja auch. Und ja, hier, entweder ist man für oder gegen Flüchtlinge, es geht nur um die Wahl. Yeah. Was ich sagen wollte mit Netanyahu ist so... jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was ich sagen wollte ist... Er macht dasselbe, was alle Verschwörungstheoretiker auch machen. Er nimmt eine Tatsache, die passiert ist, und mischt dann 5-6%, 10% Fiktion ein. Der Mufti war tatsächlich in Deutschland. Mufti hat sich tatsächlich mit Hitler zusammengesetzt und es gab in den Reichsnachrichten auch, hey, dieser Typ ist ein Verbündeter. Ich weiß, ich habe es auch gesehen. Ja. Da gibt es ja so Aufzeichnungen. Aber die Frage ist, ob Hitler sich wirklich von so einem dann sagen lässt, was er zu tun hat. So, weißt du? Ich sag dir da ein gutes Beispiel. Ja. Hitler hat sich ja auch stark der griechischen Kultur oder Mythologie bedient, hat er die griechische Geschichte bewundert, aber die Griechen verachtet. Ja? Also als die Nazis Griechenland besetzt haben und in Athen angelangt sind, da gibt es auch Videos oder Aufzeichnungen, da sind die Generäle und die Soldaten wie so Touris zur Akropolis hoch und haben sich alles angesehen, aber haben gleichzeitig Kindern, die Brot geklaut haben, die Arme gebrochen. Also er hat keinen Respekt vor den Griechen gehabt. Er hat einfach das genommen, was er gebraucht hat, Symbolik oder... Ey Dicker, ich bin doch Arier, ich weiß das doch. Ja. Unser Namen, ich komme ja aus Iran, das ist ja das Land der Arier. Ja, das hat er sich ja auch bedient und das komplett umgeschrieben. Swastika genommen, den Prinzip genommen. Hat er, ich will jetzt einen Witz machen, ich will ihn echt nicht beschönigen, aber ich wollte sagen, er hat echt Remixe geschaffen. Also, aber im Endeffekt sagt man ja, Geschichte macht der Gewinner. Nicht der, der die Wahrheit sagt. Geschichte schreibt der Gewinner. Der Stimmt. Immer. Stimmt. Und da können wir froh sein, dass er nicht gewonnen hat. Sonst gäbe es Griechenland und Persien nachher gar nicht mehr. Ja. Weil, kennst du doch. Da gibt es einen richtig interessanten Film. Der ist leider ein bisschen alt. Ich würde mir wünschen, dass der nochmal neu verfilmt wird, weil die Idee war genial. Der heißt, ich google nachher, dann sage ich es. Das ist auf jeden Fall ein Film, in dem eine Parallelzukunft gezeigt wird, in der Hitler gewonnen hätte. Krass. Überkrasser Film. Ist das so ein B-Trash-Movie? Nein. Der ist nur sehr alt. Der ist, glaube ich, 70er oder 80er. Da siehst du, also da ist Folgendes. Ja. Hitler hat gewonnen. Ja. Und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt reicht. Deutsches Reich ist groß genug. Und versucht dann langsam diplomatische Beziehungen zu den USA zu und so. Und die Story, also eigentlich geht es um den Mord. Okay? Und zu diesem Mord recherchiert jemand, der, weil Deutschland langsam seine Grenzen öffnet, nach Deutschland reingelassen wird, internationale Journalisten. Ja. Und die werden so geführt. Hat mich ein bisschen an Nordkorea und Kim Jong-un erinnert. Die dürfen so rein, es wird ein bisschen gezeigt, wie bei The Interview. Nur, es ist halt in Deutschland. Und du siehst dann überall so Bilder von Hitler, der schon alt geworden hat. Er hat graue Haare und... du siehst, so ist es Normalität eingekehrt, so die versuchen sich modern zu zeigen. Ja. Ultra interessanter Film. Ja. Ultra interessant. Das ist krass. Ja. Das Ding ist ja. Vaterland. Ich guck nachher nach, irgend sowas. Das Krasse ist, dass es gar nicht so abwegig ist, weil bei Hitler ist es ja nicht passiert, aber bei anderen ist es ja passiert, die dann nach so Verbrechen, nach so krassen Verbrechen, danach versucht haben, Normalität zu machen. Absolut. USA so. Ja. Oder auch andere Länder, gibt es ja auch, keine Ahnung. Putin ist ja fast genau dasselbe. Ja, okay. Du bist schon sehr anti-Putin. Ich bin nicht anti-Putin. Nee? Ich bin anti gar nichts. Ich bin nur anti-Verschwörungstheorien. Wobei, ich bin nicht anti-Verschwörungstheorien. Ich bin erstmal anti gar nichts. Ich bin kein Demagoge und vor allem bin ich... Demagoge war das falsche Wort. Ich bin kein Dogmatiker, wollte ich sagen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Das bin ich auch nicht. Kein Dogmatiker. Demagoge ist ja was anderes. Nur für mich ist Putin weder besser noch schlechter als jeder andere Politiker. So sehe ich das auch. Aber er ist für mich auch nicht der Böse.
Nee, was ich sagen wollte ist, ja, absolut, das stimmt. Er ist nicht der Böse, aber er ist auch nicht der Gute. Das Ding ist ja, er hat für mich nicht mehr schlechte Sachen gemacht als unsere europäischen Politiker. Auch nicht mehr oder Gute, oder aber auch nicht oder mehr Obama schlecht. Oder so. Für mich ist für mich ja genau nicht. Gleich. Aber nur in ich sage es wieder, in Facebook und so habe ich das Gefühl, dass er beliebt ist und die Leute posten die ganze Zeit, ja. Ja, weil er sich halt jetzt in Syrien eingemischt hat. Ja. Klar. Die Leute checken es nicht. Aber es ist auch so, es ist immer so schwer, die, wenn du, im Moment ist Putin einfach so beliebt, glaube ich, weil die Medien den so bashen, ne? Und die Leute das Gefühl haben, man wird verarscht. Deswegen halten sie zu ihm. Natürlich wird man verarscht. Die Medien des Landes, wo du lebst, die filtern immer deine Meinung. Das ist klar, ey, auch die coolsten Medien filtern oder es ist ja so, wenn du mir eine Geschichte erzählst, die dir passiert ist, filterst du, ob du willst oder nicht, weil die Geschichte geht einmal durch dein Hirn, verarbeitet sich mit deinen Erfahrungen, dein ganzes Leben und bla. Und wenn die aus dir rauskommt zu mir und ich sie noch jemand anderen erzähle, und jetzt stell dir vor, ein großes Medium, keine Ahnung, Bildzeitung, RTL, keine Ahnung, so Medien erzählen dir die Geschichte von Putin. Ja. Digga, es ist doch klar, dass das erstmal gemischt ist mit deren Interesse. Natürlich. Was auch und immer ist, das und ist. Auch, und es ist auch definitiv klar, das muss man auch trotzdem fairnesshalber sagen, dass die Ansicht von Putin, die hier in Europa herrscht, beeinflusst negativ ist. Also ist, die Medien hierzulande versuchen schon gezielt, ihn Russland schlechter. Russland ist böse auf jeden genau. Fall. Genau. Ja, ja. Russland wird einfach als der Böse dargestellt. Ja, ja, und das finde ich einfach verlogen, weil gleichzeitig wird USA natürlich als der Gute dargestellt. Kennst du dieses Bild, was gerade auch wieder rumgeht, dieses Import-Export? Pass auf, oben ist Export, so man sieht, also so Comic, ich weiß nicht, in welcher Zeitung, das war so Comic-mäßig so. Oben steht so Export, dann siehst du so, wie Leute Waffen nach rechts bringen. Ach so. Und dann gibt es Import, dann siehst du so die Flüchtlinge, die kommen. Und dann steht da so, so einfach ist das, Leute. Yeah. Wenn ihr euch über Flüchtlinge aufregt, so einfach ist das. Ja, das stimmt. Wir sind zweit- oder drittgrößter Waffenexporteur. Yeah, klar. Und allein schon, lustigerweise, so, gerade da, wo ich herkomme, am Bodensee, ist ein richtiges Silicon Valley der deutschen Rüstungsindustrie. Das ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Was ich auch hart finde, ist, da hat einer geschrieben, Leute, die sich darüber aufregen, dass in Flüchtlingslagern, wo mehr als 10, 15 Nationen zusammengefercht werden, die unterschiedlichste Herkunft, Glaube, Religion, Hautfarbe, das heißt, Leute, die sich darüber aufregen, dass da sich mal gestritten wird oder dass da mal Schlägereien sind oder dass, ne, sich dann aber nach Aldi geht und ein Toaster, der günstig ist, an dem Tag nur released wird, dann sich kloppt an der Kasse. Yeah. Was ist mit den Leuten? Oder jemand hat in Facebook geschrieben, ich glaube, Micky hat das geschrieben, was hat er geschrieben? Der schreibt so, voll cool, der schreibt so, in ein Land, wo Leute vor Apple Stores campen tagelang, sich beschweren, dass Leute zu uns kommen, weil die zerbombt werden. Also, und campen, ja, lächerlich. Ach, weißt du, guck mal, was mir so schon als allererstes, seit diese Diskussion losgegangen ist, auf die Eier geht, ist dieses, es ist ja okay, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Das Problem ist nur, es kommen halt auch viele Kriminelle mit, schwarze Schafe. Und ich mir, ja, was hast du denn erwartet? Gibt es selektive Flüchtlingsaufnahme oder was? Das wäre ja so, wie wenn ein Türsteher vor einem Club stehen würde und sagen würde, wirst du heute Abend Stress machen? Und er sagt, ja, schon. Ja, sorry, dann kommst du nicht rein. Hast du schon mal Stress gemacht in deinem Leben? Ja. Mann, ja. So ein Bullshit. Wir haben doch hier in Deutschland ein wunderbar funktionierendes Justizsystem, Polizei, Gefängnisse. Ich habe gar keine Angst, Mann. Ja. Wir sind, guck mal, die Grenzländer, Griechenland und die ganzen anderen osteuropäischen Länder, durch die Flüchtlinge zuerst kommen, Digga, die haben vor... Können wir noch ein großes Wasser bekommen? Danke. Die haben vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht mal das Wort Integration gekannt. Ja, ja. Und wir hier in Deutschland, die wir uns schon seit 30 Jahren damit beschäftigen, hey, wir müssen offen sein für alle anderen Kulturen, wir sind doch blendend dafür vorbereitet. Ich wette, wir könnten doppelt so viele Flüchtlinge verkraften hier. Absolut, und wir haben ein altes Volk, wie man hier auch in diesem Laden sehr gut befolgt. Und wir können, ich bin ja der Meinung, wo einfach für Leute kommen, Akademiker, Architekten. Wenn junge Leute kommen, es müssen ja nicht mal Akademiker sein, wenn junge Leute kommen, sind wir bedient. Ich habe mal, am Anfang meines Studiums hatte ich einen Professor, der unbedingt der Meinung war, also was heißt der Meinung, der wissenschaftliche Meinung, ne, jetzt nicht so eine, ich habe heute Morgen bei Bild gelesen Meinung, sondern dass es Analysen gibt, dass wir demnächst junge Menschen
importieren müssen. Also das hört sich ja so hart an, ne? Aber er meinte, wir müssen attraktiv werden, dass junge Inder, junge Afrikaner, keine Ahnung woher, am besten, am liebsten war ihm Inder, sagte der immer, weil die halt immer schon, ja, weil die viele sind, weil die Englisch können, weil die sehr integrationsfähig sind. Und weil die den Ruf haben, dass die gut in Mathe, ja, und so weiter sind. Ganz genau. Ja, das war immer so ein Faible. Auch wenn das auch wieder so voll das Vorurteil ist. Natürlich, als ob jetzt jeder Inder mit einem Taschenrechner im Kopf. Er redete natürlich, ja, er hat aber ein paar Lieblingsländer gehabt, ne, klar, er sagte, ja, die sollen da kommen und so, ne, und damals habe ich schon gecheckt, ja, es gibt halt in Deutschland super viele Alte, super viele Junge, was auch ein Problem für Rapmusik ist, ne, ist ja klar, es ist doch klar, dass wir junge Leute importieren müssen, also importieren ist so super hart, ne, so hitlermäßig exportieren, Menschen deportieren und so, ne, was ich meine ist, dass wir attraktiv werden müssen, damit Leute kommen. Mama. Kennst du dieses Ganze so, Dankeschön, vielen Dank. Ich wollte nur die andere Tablette nehmen, weil die Aspirin schlägt ja gar nicht an. Ich kriege richtige Kopfschmerzen. Okay. Was ich sagen wollte ist, viele Leute schreiben mir auch immer so, ja, wenn du vom Bomben abhaust, ist okay. Aber die Wirtschaftsflüchtlinge... Oder auch lustig, komisch, wieso kommen da so viele Männer? Wieso bleiben die nicht unten und verteidigen sich? Alter, bist du jetzt der Richter, dass du urteilst, ob er jetzt hätte bleiben müssen oder nicht? Mein Vater ist ja auch 2 Jahre vor uns abgehauen. Es ist doch normal, dass der Stärkste... Weil es gefährlich ist. Genau so ist das. Der Stärkste aus der Familie geht vor, klärt die Regeln, klärt die Welt, das ist so nervig. Und du kommst nach. Man fühlt sich so, als ob man andauernd den Leuten erklären müsste, wie man scheiße und geradeaus läuft. Unglaublich. Ja, das Ding ist, mit den Wirtschaftsflüchtlingen, wir können froh sein, wenn Wirtschaftsflüchtlinge, junge Menschen zu uns kommen, die dann auch willig sind, die Arbeit zu tun, die wir alle schon viel zu verwöhnt sind und keinen Bock mehr haben zu tun. Ja. Alter. Absolut. Mann, Alter. Aber du hast recht. Und ich bin auch willens zu glauben, dass der Großteil der Deutschen nicht so denkt. Aber tut er auch nicht. Guck mal, also ja, ich muss trotzdem sagen, dass ich schon als Deutscher mit Migrationshintergrund, dass ich schon übertrieben stolz auf Deutschland war, als ich diese Leute gesehen habe, die Flüchtlinge empfangen haben. Und auf der anderen Seite hat es mich dann ultra genervt, dann wiederum andere zu sehen, die sagen, Mann, seid ihr krank? Wie könnt ihr da noch applaudieren? Wir werden bald aussterben. So, Alter. Und dann wiederum ist der Stolz wieder weg. Aber man sieht, es gibt beide Strömungen. Es gibt beide. Ja, ich bin froh auch, dass, wenn man eine gute Sache in der ganzen Sache sehen kann, ne, ist schwer, aber wenn man eine gute Sache darin sieht, dann, dass sich doch die Leute anfangen zu mobilisieren für das Gute. Absolut. Weil das Gute leider immer sehr faul ist. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das Gute ist faul. Weil das Gute hat das Gefühl, wir sind viele. Ja. Das Gute denkt so, die NPD geht auf die Straße. Das sind bloß ein paar Idioten. Ja. Ich weiß noch, ich hatte vor bestimmt, weiß ich nicht, 8 Jahren oder so ein Gespräch mit meinem Cousin. Da ging es um die Nationalisten in Griechenland. Und da meinte ich zu ihm, wie erschreckend ich das finde, dass da Leute, deren Großeltern von den Nazis noch in Arbeitslager gesteckt wurden, so wie meiner übrigens, dass die jetzt... In Griechenland, oder? Ja. Yeah, der ist fast daran gestorben sogar, aber egal. Und dass die jetzt sich hinstellen und sogar Symbolik von den Nazis benutzen. Ich habe ihm damals gesagt, wie erschreckend ich das finde. Und ich weiß noch, er hat mir damals gesagt, das sind nur ein paar Idioten. Ja, und jetzt sind es nicht mehr nur ein paar Idioten. Und genau das Pegida. Genau, darauf wollte ich hinauf. Ja, das Ding ist echt, ich müsste echt mal ein Buch darüber schreiben. Ich habe schon wirklich sehr viel darüber nachgedacht. Das Faulheit des Guten so. Die Faulheit der Guten. Das ist mein Buchtitel jetzt. Amazon, vorbestellen. Vorbestelllink ist raus. Bei deutschewirtschaftsnachrichten.de. Kennst du die? Digga, deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ja, ja. Kropp-Verlag. Kropp-Nachrichten. Was gibt's noch? Warte, jetzt lass mal gleich aufzählen. Neo, das Beste, Neopresse. Wo die Leute sagen, ey krass, Neopresse. Dann sag ich, ey, du weißt schon, dass man sich einfach selber einen Account machen kann und mitschreiben bei Neopresse. Ihr wisst, die Leute denken gar nicht weiter als einen Link. Ich sehe das, jemand verkauft mir was als Fakt und ich, im Gegensatz zu vielen anderen, klicke drauf und guck, ist das seriös? Wer ist das? Was ist das für ein... Ich schaue, du kannst bei Wikipedia sehen, du siehst sofort, gleich wenn du auf Neo Dinger, du kannst dir selber einen Account machen. Wie ernst kann ich das denn nehmen? Das ist also, hat eigentlich das, dieses Wort hat genauso viel Gewicht wie meins. Hauptsache es ist... Es ist ein Link. Es ist ein Link, es ist Presse. Und es ist irgendwas mit Presse drin. Leute, ihr müsst die Augen aufmachen. Die Medien im Internet verarschen euch genauso wie die im Fernsehen. Ihr braucht nicht denken, nur weil ihr jetzt die Erkenntnis gemacht habt, dass die im Fernsehen lügen, dass die im Internet nicht lügen. Die lügen alle. Und falls ihr es noch nicht wusstet, RT, dieses mit Grün und so, das ist von Moskau gesteuert, also direkt finanziert. Also denkt nicht, dass... Ja, klar. Das weiß man doch.
Das weiß ich seriöse nicht. Seriöse Medien also, haben darüber berichtet. Nee, also wer? WordPress? Nee, deutsche Wildersache. Nee, aber es gab ein... was die versuchen, ist nichts Neues auch. Ne? Mhm. Jedes Land... Es ist nichts Neues, wirklich. Es ist auch kein Geheimwissen. Jedes Land versucht in anderen Ländern, wo man Interessen hat, Nachrichtensender... Du meinst so wie Al Jazeera Englisch zum Beispiel? Ganz genau. Oder RTL und Bild und bla, die haben ja auch New York Posten und so. Ja. Yeah. Und natürlich, Bild-Zeitung vertritt unsere Meinung drüben. Nicht, die sind nicht für die New Yorker. Ja, ich verstehe. Es ist doch klar, dass die deutsche Interessen haben. Dann ist es aber auch gleichzeitig klar, dass diese RT halt aus der Sicht von Moskau berichten. Natürlich. Das muss man halt einfach vielleicht wissen. Aber nur die sind halt nur, ich würde sagen, Bild-Zeitung hin oder her. RT ist schon Comedy teilweise. Also teilweise das ist richtig Comedy. Ich habe noch nicht, ich, ganz ehrlich, ich guck's mir halt nicht an, Ich habe nur ein paar Mal Titel gesehen mit Aliens und so. Echt? Bei diesem RT mit Aliens? Ja, Dicker, das ist, die Leute denken, weil die Leute nur selektive Links verteilen, denken die, okay, das Ding ist ja so. Ach so, also die posten eine News, die auch genauso ähnlich bei Tagesschau hätte sein können. Die posten ganz normale Sachen auch. Genau das ist der Punkt. Hm. Tagesschau würde ja nicht plötzlich auch noch posten, Obama hat UFO, gibt uns aber nicht. So. Ach, die machen das? Guck doch okay, nach, krass. Deren, das machen die Leute nicht. Die Technik dahinter ist die der Verschwörungstheoretiker. Weil guck mal, also was ich persönlich finde ist, zieht euch ruhig diese Sachen rein, aber zieht euch alle rein und macht keins schwerer als das andere. Macht einen Querschnitt und formt euch daraus eure eigene Meinung. Bei mir, ich mache das so, wenn ich eine Meldung höre und vor allem, wenn die für mich kontrovers oder polarisierend oder provokant klingt, dann ziehe ich mir die Nachrichten rein. Dann ziehe ich mir auch oft gerne Nachrichten aus dem Land rein. Ja, ja. Also wenn zum Beispiel was in Moskau passiert, warum nicht gucken, was diese RT sagen? Dann gucke ich mir an, was die Deutschen sagen und dann kann ich, die Mitte davon wird so am nächsten an der Wahrheit sein. Weißt so sollte man es machen. Ich will dazu noch ein Beispiel geben, was ziemlich hart und wirklich verstörend war für mich. Ein paar jüdische Freunde von mir haben einen Link aus Israel geteilt. So habe ich das gesehen, ne? Sonst hätte ich das nicht gesehen. Ich folge da keinen Nachrichtensender, ne? Und zwar, also der hatte das kommentiert, auf Jüdisch aber, also wie sagt man auf Jüdisch oder auf Hebräisch, ne? Aber du kannst ja bei Facebook Übersetzen drücken, ne? Ja, ja, kriegst du ja eine ungefähre Übersetzung. Ja, also ich hab's, das ist voll nützlich, die Funktion. Voll geil. Auf jeden Fall, pass auf, da war ein Video, wurde geteilt und da war, zu sehen war, eine Frau mit Kopftuch, vom Look arabisch, also hätte auch wirklich komplett Inside-Job sein können, es hätte komplett auch Fake sein können. Ne? Ich will nicht sagen, dass es Wahrheitsgehalt war. Ich will nur sagen, wie es ist, wenn man deren Sicht sieht und eine andere Sicht. Mhm. Pass auf, meine Frau, die war sichtlich erschrocken, Angst, die konnte gar nicht reden, so viel Angst hatte, die war nur so um sie herum, 8, 10, 12, was weiß ich, Kripo-mäßige Beamten, Undercover-Beamten, israelische, weil die haben israelisch gesprochen. Mhm. Ne, du konntest das hören und auch anhand der Kommentare. Also da ist eine Araberin, könnte also höchstwahrscheinlich Palästinenserin. Mhm. Und die um die herum, Waffe auf sie gerichtet, Waffen, ja, so und schreien die ganze oft. Zeit. Und die schreien und du weißt nicht, worum es geht. Du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Und die ganze Zeit so, was ist los? Was ist los mit sich? Und die ganze Zeit schreien durcheinander, auf einmal fangen fünf Leute an, auf sie zu schießen, bis sie umkippt. Ne? So. Das Video, hab ich gesehen. Also ich weiß wirklich nicht, worum es ging. Ich auch nicht. Und was da gesagt wird. Ich hab halt gesehen, was sie drunter geschrieben hat. Ja, genau. Sie wurde nur erschossen, obwohl sie nicht gemacht hat. Genau. Also du hast also die andere Seite gesehen. Also ich konnte durch einen Freund, der jüdische Sachen, also der... da stand es wahrscheinlich andersrum. Ja, Hebräisch. Ganz, also aus Sachen aus Israel teilt. Und ich habe gesehen und da, hardcore, da stand Sachen wie, warum verschwendet man Zeit, nicht direkt umbringen oder warum geht man das Risiko ein, so ein Pack muss sofort erschossen werden. Da waren so Sachen wie, die Polizei sollte kein Risiko eingehen, sowas direkt erschießen. Ne? Die hat 100% Bomben drunter, bla. Mhm. Und natürlich haben wir auch gemeinsam, du hast ja auch gesagt, viele arabische Freunde wiederum, ne, die das auch geteilt haben und die schreiben dann wieder, die Zionisten haben keine Gefühle, eine arme Frau, die nur zur Schule gehen wollte. Und ich dachte so mal, woher wissen die das? Ich konnte das aus dem Video nicht sehen und auch die andere Seite nicht. Und nur interessant, wie du siehst, wie die und die ein Video bewerten und wir sind alle Opfer von Informationsfluss. Keiner von uns weiß,
was da ist. Nee, aber dadurch, dass das Internet keine Einbahnstraße mehr ist, oder wie das Fernsehen, genau, dichten wir was dazu. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, das Internet ist wie so ein Lagerfeuer im Mittelalter, wo man, wo zum Beispiel ein, was weiß ich, vielleicht war irgend so ein Ritter, der, was ich, vielleicht war Prinz Eisenherz voll der normale Typ, hat aber einfach mal was Mutiges gemacht, ja, und dann von Lagerfeuer zu Lagerfeuer, natürlich, wurde so viel dazu gedichtet, bis er ein Halbgott war oder was weiß ich. Stell dir genauso machen wir das jetzt mittlerweile auch wieder. Wir wollen wir gar nicht mit Religion anfangen und die Geschichten nur über unsere Vorbilder, Götter, Glaubensstifter, was da in 2000 Jahren mutiert ist an Informationen. Es ist nur menschlich. Ich verstehe es auch, ganz ehrlich. Wenn ich manchmal ertappe ich mich, wie ich eine ältere Geschichte erzähle und davon überzeugt bin, weil ich sie mittlerweile schon ein paar Mal so erzählt habe. Und dann sitzt irgendwann jemand dabei, der auch dabei war, und der sagt zu mir, das war gar nicht so, das war so und so. Und dann merke ich, wie ich die selber... Ja, du hast eine Lücke gefüllt. Es ist voll oft so. Also, es ist voll oft so, wenn wir... der Mensch... Das ist gut, dass du das sagst. Das ist, wenn du versuchst, dir das Bild von jemandem... Also, das Gesicht jemandens vor... Ich hab so eine Kopfschmerzen, das drückt mich richtig. Wenn du versuchst, genau, das Gesicht von jemandem, selbst von deiner Mutter, dir vorzustellen, wenn du genau darauf achtest, kannst du es nicht, du stellst dir nur Teile davon vor. Ja, na klar. Und wenn man zum Beispiel den Weg nach Hause, ein Weg, der nur 1 Million Mal gelaufen ist, ne, dein Schulweg oder was auch immer, kannst du dir auch nicht komplett, nur Teile, es gibt nur Teile. Es ist so, unser Gehirn setzt immer, weil es ist einfach sparsam. Unser Gehirn ist wie ein RAR-Archiv. Ja, er versucht zu komprimieren. Widerstandslos ein kleines. Und das ist das Problem mit Stories. Und ich habe sogar voll oft, wenn ich so Gerichtsdokus gucke und so, ich bin ja voll der Freak, du weißt, ich gucke viele Dokus und so Scheiß. Und dann sehe ich immer, voll oft sagen die, trau gar nicht deiner Erinnerung. Erinnerungen kannst du nicht trauen. Deswegen sind in Amerika doch diese ganzen zum Tode verurteilten Leute, die auf gar keine Beweise, aber Indizien. Weil der eine hat gesagt, es müsste ein Schwarzer gewesen sein. Ungefähr so groß. Ja, er war schwarz. Könnte dieser Schwarzer das gewesen sein? Er hat keine Jeans getragen. Er hat auch Rap gehört. Das ist der Und ja, genau. Ich glaube, das ist er. Ja. Das muss er sein. Ey Mann, ich habe Gerichtsdokus geguckt, wo dann am Ende doch einer durch einen glücklichen Zufall rausgekommen ist. Oder was ist das so? Müsste los? Achso, ja, wo einer, ich muss dir mal einen Link schicken, wirklich zu einer Doku, wo am Ende ein schwarzer Junge, 9 Jahre alt in Miami, wird des Todes von einem Rentner-Ehepaar angeklagt. Hm. Und er war schon fast so weit zuzugeben. Aber er war es nicht. Nein, er war es gar nicht. Und am Ende kam auch raus, dass es gar nicht war. Da gibt es auch voll die hohe Quote an Leuten, die in den USA auch unschuldig hingerichtet werden. Deswegen bin ich auch absolut gegen die Todesstrafe. Nicht nur deswegen. Was ist denn Todesstrafe, Alter? Ja, du hast recht. Man sollte gegen die Todesstrafe sein, weil es einfach nicht richtig ist. Mein Digga, jeder alleine schon aus dem Aspekt, jeder weiß, jeder kann nachgucken. Jeder kann nachgucken. In den Ländern, wo Todesstrafe erlaubt ist, ist die Kriminalität höher als da, wo sie nicht erlaubt ist. Ganz einfache Rechnung. Ja, na klar, weil Kriminalität sich ja auch den Umständen anpasst. Und wenn die Konsequenzen drastischer sind, dann sind auch die Maßnahmen, die der Kriminelle anwendet, drastischer. Ist ja normal. Ja, wenn du angehalten wirst und du weißt, okay, es könnte mich die Todesstrafe erwarten, dann erschießt du einfach jeden. Außerdem, ich finde, also Töten aus Selbstverteidigung finde ich legitim. Tatsächlich, also du redest jetzt von Notwehr. Genau, ja. Also wenn das ich... Ist wenn, aber was anderes. Wenn, ja. Kein Fall, den wir durchgehen können. Weil ansonsten wäre ich komplett dagegen, dass irgendjemand töten darf. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Waffe auf mich zurennst und ich verteidige und du dabei drauf gehst, dann finde ich das legitim. Aber wenn wir nur in die Natur blicken, dann ist doch für uns ganz klar erkennbar, dass die Todesstrafe der größte Schwachsinn ist, weil du kannst ja auch nicht ein Feuer mit noch mehr Feuer löschen. Du löscht ein Feuer mit Wasser. Und wenn zu viel Wasser kommt, dann machst du das nicht mit Wasser weg, sondern mit Sand. Also du bekämpfst Plus und Minus. Das ist so, Kohle. Das ist so ein typischer Einstein, ey. Einstein hat so einen Spruch, der ist auch im Facebook, geht der rum. Also du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf dem sie stattfindet. Also, es ist auf der einen Seite ist es logisch, aber auch das ist wieder nur Politik. Ich glaube, die Todesstrafe wird von Politikern nur gefordert, um wieder da so Flächenbrand zu setzen, Wahlen zu gewinnen. Ja, wir müssen diese Leute loswerden. Ja, aber die ist doch auch einfach billiger. Weil es ist ja scheiß teuer, die Häftlinge zu finanzieren. Wo es staatlich ist, ja. Aber in den USA ist jeder, der 50 Jahre oder 100 Jahre sitzt, geil. Der bringt Money. Wieso? Ja, weil die Leute verdienen Geld. Das würden sie ja nicht machen.
Dafür, dass er inhaftiert ist? Ja, klar. Ach die so. Berliner, die kriegen ja die dauernd Geld. Okay, ich verstehe. Aber du hast recht, es müsste günstiger sein, weil auch da zahlt der Staat für jeden Inhaftierten. Ja, also in Deutschland ist es so. Ja. Deutschland ist es ja, das Ding ist ja, in Deutschland glauben wir, Gott sei Dank, wobei Schweden ist noch besser als wir, oder sagen wir Skandinavien, ich weiß nicht genau einzuordnen, wer von denen das besser macht als wir. Aber wir glauben ja hier an Resozialisierung, die Amis glauben eben an Tier. Du kommst rein, du bist Tier, weg, wegsperren. Erinnert ein bisschen an die deutsche Rap-Szene. Ja, okay. Kommen wir wieder zum Rap. Das alles, was wir geredet haben, diese Politik, ist das in deinem Album zu hören? Unter anderem, ja. Krass. Nicht nur, und es wird auch kein Themenalbum sein. Und also der größte Unterschied ist meiner Meinung, also der größte Unterschied stilistisch ist, es geht in die Fresse, es ist explosiver, ich rap aggressiver. Das wird man auch bei meiner zweiten Single sehen, die, wenn das hier erscheint, schon draußen sein wird. Ja. Zieht euch rein, ein Holocaust reicht, / Mortal Kombat. Ja, hast du echt das Wort Holocaust benutzt? Ja, ja. Kollege, jemand, der sich vor Jahren auch mal mit einem Demo bei dir beworben hatte, was viele nicht mehr wissen, ja, hat auch jetzt Genozid benutzt. Sind das die Worte, mit denen man Klicks fängt in Deutschland? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie vor, aus dem Song eine Single zu machen. Das wurde dann so entschieden von dem jungen Herrn von Immun, der sich entschieden hat, dass er gerne zu dem Song auch ein Video machen würde. Okay. Ich hatte das nicht als Absicht, also ich wollte damit keine großartigen Klicks. Wenn man den Song hört, versteht man auch, was ich damit meine. Okay. Sagen wir es mal so. Und das andere ist Kurt Cobain? Nee, das andere ist Mortal Kombat. Ah ja, mir ist Kurt Cobain, Mortal Kombat, klar. Mir ist nur Kurt Cobain eingefallen, weil den habe ich auch gehört, als ich bei dir war. Geiler Track auch, geil. Es ist halt unser, unser Anti-Held, ne, aus der Kindheit. Ja, ne? Absolut. Ja. Er hat vorgemacht, wie es nicht geht. Ja, ja, ja. Gut, mein Lieber, ich weiß, das Problem ist, ihr müsst los. Wir haben uns ja hier auf einen spontan getroffen. Deswegen wünsche ich dir erstmal viel Erfolg. Wir können gleich noch, vielleicht schaffen wir noch ein paar Minuten Fanfragen zu machen. Viel Erfolg mit deinem Album, Dicker. Ich weiß, du hast es echt schwer gehabt. Jetzt läuft er einigermaßen, Gott sei Dank. Jedes Jahr besser, das ist das Wichtigste. Jahr läuft besser. Vielleicht können wir ja in den Fanfragen nochmal über deinen Diss-Track und ich wette, da sind ja auch K-Sachen dabei, können wir ja vielleicht nochmal drauf gehen. Es muss ja nicht in jedem Interview darum gehen. Okay, Leute, peace out. Freunde, da ist das gute Stück Sünde in the motherfucking house. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bisschen mit Jesus, Small Talk und so weiter. Das Album kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist ein Bombenalbum. Ich habe das Album ja schon, wie ihr in der Sendung gehört habt, ja schon länger her, dass ich das komplette Album gehört habe, als ich damals die Arafat-Sendung vorbereitet habe. In seinem Studio war das damals, weil ich im Süden war. Diese Drums im Intro und so, das mache ich bei ihm im Studio. Ich habe natürlich wieder für euch auch hier, ne, Polaroid-Action gemacht. Mit Autogramm, kommt auf eine Leinwand. Ihr wisst ja, zu Weihnachten verlose ich das. Jeder, der was losguckt, weiß ja, dass ich die sammle. Und dann kriegt ihr das. Auf jeden Fall supportet diesen Mann. Er kann nicht nur übertrieben double-timen. Es ist ein echt gutes Album. Gute Sachen drauf, gute Songs drauf. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Noch einmal an alle Leute, die sich fragen, was da mit mir los war. Ich habe ein paar Verhaspler gehabt. Klar, weil ich hab unfassbare Migräne gehabt am Wochenende. Und das drückte mir so auf das Auge, wenn man so Schmerzen hat, dann kannst du dich nicht konzentrieren, also sorry dafür. Ansonsten, Freunde, ja, danke fürs Zuschauen, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und was los, folgen on the mission. Abonniert unseren Channel hier bei hiphop.de, das ist ganz wichtig, damit ihr die Scheiße hier nicht verpasst. Und demnächst gibt es miese was los, folgen, ja. Immer wieder scharf machen ein bisschen. Einiges liegt bei mir auf dem Tisch, ja. Unter anderem AZAD, der Boss. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, Freunde. Jesus, ja, ist das was für euch? Wie steht ihr zu Jesus? Ja? Ich kann nur sagen, wirklich, einer der unterschätztesten, so, ja, wirklich. Technisch sowieso, ja, einer der besten, so. Aber diesmal stimmt auch Musik. Weil man kann natürlich immer sagen, ja, ey, Technik, dies, das, aber ist vielleicht nicht mein Geschmack oder so. Boah, die Kamera ist schief. Aber im Endeffekt ein Hammeralbum geworden. Nächste Woche kommen dann auch Fanfragen, ja, mit Jesus. Und Gangzeichen für alle, die nicht wissen, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung. Und wir sehen uns demnächst, Freunde.